Also ich sage immer, es gibt nicht richtige und falsche Filme, sondern richtige und falsche Festivals, ja, für den jeweiligen Film. Und das ist, glaube ich, eher die Kunst herauszufinden, welches dieser Festivals ist das Richtige. Viele Filmemacher überlegen sich, ihre Filme auf ein Festival zu geben. Was müssen Filmemacher wissen über den Auswahlprozess? Wie viele Filme bekommen sie und wie werden die alle gesichtet oder werden nur bestimmte ausgewählte gesichtet? Also wie sieht der Prozess aus? Wir haben im vergangenen Jahr, dem Jahr 2019, in etwa 7.700 Filme erhalten für alle Wettbewerbe. 5 Wettbewerbe richten wir aus. Diese Filme werden alle gesichtet. Allerdings, wie Sie sich vorstellen können, kann eine derartige Anzahl nicht von einer Person, egal wer das ist, gesichtet werden. Also muss man diese Anzahl auf mehrere Personen verteilen oder anders gesagt auf eine Sichtungskommission. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt von Festival zu Festival. In Oberhausen ist es so, dass jeder Film von einer Person gesichtet wird. Und wenn dieser Film mit gut bewertet wird oder sehenswert, wird er den anderen Mitgliedern dieser Sichtungskommission vorgestellt. Wenn dann eine Mehrheit oder ein bestimmtes Meinungsbild entsteht, dass dieser Film weiter berücksichtigt werden soll oder bis zum Schluss noch in der Diskussion bleiben soll, kommt der gewissermaßen auf eine Art Shortlist und wird dann am Ende mit allen anderen diskutiert. Was jetzt diesen Prozess anbelangt, da spielen natürlich viele Kriterien auch hinein, die jetzt nicht nur das einzelne Werk betreffen in seiner ästhetischen Gestalt, sondern auch durchaus Fragen, wie viele Filme von Frauen hat man beispielsweise auf dem Tisch oder am Ende im Programm? Wie international oder ernsthaft international ist ein Programm? Ich finde nicht, dass man ein internationales Festival dieser Größe mit nur 10 Ländern und möglicherweise nur 10 europäischen Ländern oder westlichen Ländern durchführen kann. Also ich denke, da geht es im weitesten Sinne auch um diese Frage der sogenannten Diversität. Also das sind Kriterien, die dann auch über die Gestalt des einzelnen Films hinaus eine große Rolle spielen. Also es kann zum Beispiel sein, dass Sie einen Film super spannend finden, aber dadurch, dass Sie auch noch nicht genug Filme haben aus anderen Ländern oder nicht genug Filme haben von Frauen oder nicht genug Filme haben, die andere Kriterien erfüllen, würden Sie sagen, dieser Film, obgleich er spannend ist, kann diesmal nicht im Programm sein. So eine Situation könnte passieren. Also es ist so, dass wir nicht wirklich sehr gute, uns alle überzeugende Filme ablehnen, weil wir vielleicht nicht genügend Filme aus keine Ahnung welchen Regionen der Welt hätten. Das ist nicht der Fall. Es geht eher um eine gewisse Balance. Ja. Ich bin auch kein Freund von Quoten, also weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich denke, da tut man sich wirklich keinen Gefallen mit. Wichtig ist, glaube ich, dass die Eintrittsschwelle zu einem Festival möglichst niedrig sein muss. Deswegen haben wir uns auch immer gegen Einreichgebühren ausgesprochen, weil wir der Auffassung sind, dass beispielsweise ein Betrag von 10 oder 20 Euro für einen Filmemacher, Filmemacherin in Deutschland eine ganz andere Schwelle darstellt als vielleicht in Ghana. Aber ich denke, man sollte fairerweise zumindest für einzelne Filmemacher, Filmemacherinnen, ich spreche jetzt nicht von Institutionen, die Schwelle möglichst niedrig halten, sodass eine gleichberechtigte Situation entsteht. Wie sieht das bei den anderen Festivals aus? Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Festivals eigentlich eine hohe Einreichgebühr auch existiert. Auch so ein bisschen als Filterkriterium, glaube ich, auch um, sagen wir mal, zu sagen, ein paar Produktionen gleich schon auszusortieren im Vorfeld.
Das ist richtig. Ich muss vielleicht mit einem Satz ausholen. Die Anzahl der Festivals und die Anzahl der Filme, die uns Festivals generell erreichen, ist in den letzten 20 Jahren, die ich genauer verfolge, exorbitant gestiegen. Ja. Ich habe in Oberhausen begonnen mit vielleicht 2200 Filmen und jetzt stehen wir, wie erwähnt, bei 7700 Filmen, die eingereicht werden. Und das zieht natürlich auch Folgekosten nach sich. Dieser Zuwachs muss also in irgendeiner Form querfinanziert werden oder refinanziert werden. Und die Versuchung ist natürlich groß, das über Einreichgebühren zu tun. Die Einreichgebühren, Sie haben das angedeutet, haben aber auch oftmals die Absicht, sozusagen eine Dämpfung der Menge der Einreichungen zu erzielen. Ich frage mich allerdings, ob man da wirklich gut beraten ist und ob man sozusagen die richtigen Filme abschreckt. Denn ich möchte ja nach wie vor eigentlich Filme haben, die mich interessieren und die ich es für wert erachte zu zeigen. Was ich nur verhindern möchte, ist, dass insbesondere große Verleiher, sogar Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, in großen Mengen bei Festivals einzureichen, abgeschreckt werden und sich sehr genau überlegen, welche Filme sie wirklich bei uns einreichen wollen. Also eigentlich möchte ich gewissermaßen einen Anreiz herstellen, dass eine bewusste Einreichung stattfindet und nicht eine Masseneinreichung. Denn das ist etwas, das uns alle überfordert. Wenn die Ablehnung kommt, von wegen, wir können leider nicht Ihren Film zeigen auf dem Festival, ist ja erstmal die Enttäuschung beim Regisseur, Filmemacher sehr groß. Und das ist natürlich dann oft auch eine persönliche, also ich sage schon, es tut schon weh, oft. Was würden Sie diesen Menschen sagen, wenn sie diese Ablehnung, also Absage bekommen? Nun, angesichts des Umstands, dass wir unter 1% nur dieser Einreichung tatsächlich hier präsentieren können, versteht es sich von selbst, dass die Wahrscheinlichkeit, hier im Programm zu landen, nicht sehr hoch ist. Das gilt für alle Festivals, die mit einer derartigen Masse von Einreichungen konfrontiert sind. Mir ist sehr wohl bewusst, dass jeder Filmemacher, Filmemacherin mit viel Engagement an der jeweiligen Arbeit gesessen hat, oftmals über viele Monate, wenn nicht gar Jahre. In diesem Prozess findet aber etwas anderes statt. Dort geht es nicht um die Würdigung eines bestimmten Engagements, einer bestimmten Leistung, sondern es geht darum, sozusagen diese Arbeit einzuordnen, ja, im Vergleich zu den anderen des Jahres, aber auch im Vergleich zu dem, was in der Filmgeschichte oder vielleicht in den Vorjahren nur eines Festivals zu sehen war. Das ist das eine. Das andere ist, dass es in der Welt so viele Filmfestivals gibt, dass es schon sehr verwunderlich sein sollte, wenn man nicht das eine oder andere für sich gewinnen kann. Also ich sage immer, es gibt nicht richtige und falsche Filme, sondern richtige und falsche Festivals, ja, für den jeweiligen Film. Und das ist, glaube ich, eher die Kunst herauszufinden, welches dieser Festivals, und es gibt mittlerweile viele Tausende. Ich würde mal sagen, es gibt keinen Tag im Jahr, in dem es nicht ein Filmfestival irgendwo auf der Welt gibt, ist das Richtige. Sehen Sie Festivals auch sozusagen als Ort, wo quasi der Nachwuchs gezeigt wird? Ist das eine Aufgabe von Filmfestivals in Ihren Augen? Ja, das sollte es im Regelfall sein. Wobei es natürlich so ist, dass insbesondere die sehr bekannten, ganz großen Langfilmfestivals erkennbar natürlich im Schwerpunkt andere Ziele verfolgen, aber auch Sektionen haben, die es sich zur Aufgabe machen, genau diese, wenn man so will, Talentförderung oder Entdeckung
zu ermöglichen. Jetzt ist es im Bereich des Kurzfilms, für den wir zuständig sind, natürlich naheliegend und vordringlich, genau sich mit diesen Aufgaben zu beschäftigen, auch wenn ich immer darauf hinweise, dass Kurzfilm nicht nur eine Form ist von, ja, des sogenannten Nachwuchses oder von jüngeren Filmemacherinnen und Filmemachern. Also es gibt Filmemacher, die mir einfallen, die ihr Leben lang ausschließlich Kurzfilme gemacht haben. Nun ist es halt so in dieser Gesellschaft, dass eher der lange Spielfilm als die Königsdisziplin des Films angesehen wird. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass viele der Filmemacher, Filmemacherinnen, die heute sehr bekannt sind, früher Kurzfilme gemacht haben und die mit Hilfe solcher Festivals, gerade wie Oberhausen, natürlich auch dort angekommen sind, wo sie heute sind. Diese Episode von Mastercut wurde unterstützt von PATS. PATS ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. PATS unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied, das du über PATS findest. Nicht vergessen, filmidee.patz.de.